Wir sind Nomaden. Wir sind frei. Zu Hause auf der Straße. Leben in der Natur. Zu viert in unserem VW-Bus T3. Die Welt ist ein Wunder. Ein Wunder, das wir mit all unseren Sinnen entdecken wollen. Zurzeit sind wir in Südamerika mit dem Ziel, den ganzen Kontinent zu bereisen. Kommt mit und steigt ein. Zurück, schön, dass ihr wieder dabei seid. Für uns beginnt die letzte Etappe Richtung Süden. Wir sind auf dem Weg nach Feuerland und das ist jetzt auch nicht mehr weit. Also wir haben zur chilenischen Grenze noch 200-300 Kilometer. Dann sind wir da. Ja, und dann geht es Richtung Ushuaia, Richtung dem südlichsten Punkt der südlichsten Stadt weltweit. Ja, südlicher geht nicht. Da freuen wir uns sehr drauf. Und jetzt haben wir hier noch extremen Wind, aber dafür ist die Straße gut. Ja, immer weiter Richtung Süden. Juhu! Mann, so eine Scheiße, echt unglaublich. Ein Wind. Unglaublicher Wind von der linken Seite. Wir sind jetzt an der IPS-Tankstelle rausgefahren. Uns ist gerade ein LKW entgegengekommen mit Seitenwind von links. Erstens hat es mich fast von der Straße geweht. Aber was viel schlimmer ist, es kommt ein mega Einschlag. Es hat geknallt ohne Ende. Und wir haben zwei Einschläge. Einen. Hier, seht ihr das? Ja, komplett Lack weg, Beule drin. Na gut, meine Güte, kann man lackieren. Aber viel krasser ist, da! Ein Riesenschlagloch, also riesig. Es ist ja nicht groß an der Scheibe, aber es muss ja an der Scheibe auch nicht groß sein. Das Ding geht durch. Also wir haben innen drin spüre ich es. Ja. Das heißt also, ich habe ein richtig schönes Loch in der Frontscheibe. Und den können wir jetzt erstmal reparieren, weil sonst wächst es ja weiter. Und wenn das weiter wächst, ist die ganze Frontscheibe im Arsch. Mann, so ein Scheiß, ja. Okay, was soll's. Siempre se encuentra una solución. Das Wasser ist so kalt, jetzt sind meine Hände brandfriert hier ab. Das ist so unglaublich eiskalt. Schaut mal, unser Chaos. Wir waren gerade einkaufen. Ja, wir sind angekommen in San Julián. 400 Kilometer fahren, 300 Kilometer waren das jetzt. Aber mit so krassem Wind und Regen und ey, dann ist uns ein LKW entgegengekommen, hat uns die Frontscheibe kaputt gemacht. Wir haben jetzt ein schönes kleines Loch auf der linken Seite. Muss ich erst noch morgen reparieren. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Was ganz cool ist, der Ort hier ist komplett windgeschützt, also ich kann ausnahmsweise mal so sozusagen ohne großen Windschutz hier durch die Gegend rennen. Und ja, wie soll ich sagen, ist eigentlich ganz schön, aber wir sind ein bisschen weit weg vom Wasser. Aber das ist uns jetzt auch egal für eine Nacht, weil wie ihr seht, Winterjacke, es ist richtig kalt. Wir sind ja nur in polaren Regionen schon mittlerweile. Das sind jetzt noch 200 Kilometer bis Rio Gallegos, dann kommt die chilenische Grenze, dann kommt Feuerland. Also wir sind schon sehr, sehr weit im Süden. Und für heute machen wir gar nichts mehr. Wir essen heute noch was Leckeres und dann hauen wir uns in die Falle, kuscheln an und machen es uns schön warm. Die Hunde freuen sich da auch drauf. Und das war's für heute. Morgen gibt's ein Update. Morgen machen wir weiter. Und für heute habe ich einfach gar keine Lust mehr. Ciao. Mali Villa, komm mal her. Da komm mal her hier. Okay, was ist denn hier los? Na, komm mal her hier. Jetzt Papa hier. Na fein. Na fein, komm mal her. Somos listos para escapar? Ja. Ja, es ist fertig. Wir müssen hier weg. Es ist alles völlig schlammig, ist alles voller. Es wird so weich der Boden. Wenn wir jetzt nicht wegfahren und es regnet, kommen wir hier nie wieder raus. Ja. So, also. Und der Regen kommt. Der Regen kommt, ey. Es sieht echt krass aus. Also, auf. Weg hier.
voll krass. Das erste Mal, dass wir das Differential richtig brauchen. Ich fahre durchgehend mit durchdrehenden Reifen, muss gegensteuern. Das ist richtig krass. Also ich bin froh. Danke, 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 dass wir dieses Sperrdifferential eingebaut haben. Ohne Sperrdifferential nicht zu schaffen, die Strecke. So, wir sind jetzt hier raus. Jetzt kommt es ein bisschen steinig. Da vorne wird es nochmal richtig matschig. Ich hoffe, dass wir das packen ohne Probleme. So, und dann ab in die Stadt. Ich habe gar keinen Bock mehr. Schwein gehabt. Wir haben doch den Steinschlag von gestern von der Autobahn und ich habe schon gedacht, das ist ein bisschen nah am Rand, aber hier gibt es ja zum Glück diese Regel nicht wie in Deutschland, die uns verbieten, 10 cm näher am Rand zu reparieren. Die machen uns das. Jetzt haben wir, wir müssen mal kurz warten und denn der Meister der Werkstatt wird es selber machen. Ich bin sehr glücklich drüber. Und dann können wir weiterfahren, weil wir haben ja mit unserer Scheibe ein echtes Problem in Südamerika. Der T3-Bus ist ja hier nie gefahren. Das heißt, die haben die natürlich nirgendwo vorrätig. Vielleicht kann man die produzieren lassen oder so, keine Ahnung. Aber natürlich ein ellenlanger Prozess. Und dementsprechend sind wir froh, dass die das jetzt machen. So, und wenn das Ding repariert ist, geht's weiter. Nö, sie sind im Prozess, sie arbeiten jetzt. Schön, ne? Ein Freund kommt. Ja. Puerto San Julián ist der Name, den Hernando de Magellan der Stadt gab, als er 1520 mit seiner Expedition von 5 Schiffen dort ankam. Das Victoria-Schiff, dessen Nachbau hier im Hafen liegt, war das einzige, das die Meringe reichte und die Welt umsegelte. Dabei entdeckte er die nach ihm benannte Magellanstraße. So, nachdem wir ja nur wirklich einen heißen Morgen hatten, einen tollen Start, erst auf der Seife durch die Gegend fahren, denn unsere Scheibe reparieren, und da hier alles, in der gesamten Region, alles total matschig ist. Also es ist wirklich komplett, wie soll ich sagen, also der ganze Boden ist so eine Seife, das ist wie so ein Lehm. Und es hat halt geregnet, was hier eigentlich nicht passiert. Und jetzt, ja, es ist hier überhaupt, also du kannst hier nirgendwo wild stehen gerade, weil du dich einfach festfährst oder auch nicht, wie soll man sagen, ins Auto rein und wieder raus kannst, weil die Füße halt 5 cm Matsch unten dran haben. Nee, deswegen habe ich gesagt, gehen wir jetzt auf den Camping, da können wir uns duschen. Man kann alles mal ein bisschen sauber machen. Die Hunde können sich frei bewegen hier, das ist ganz cool. Ja. Und dann bleiben wir jetzt erstmal 1-2 Tage hier. Dann geht's weiter. Jetzt gibt's ja was Leckeres zu essen. Ich habe so einen Hunger, ja. Kannst du dir echt nicht vorstellen. Was gibt's denn heute? ¿Qué hacemos hoy? Ensalada. Ensalada fresca. Ah. Also Salat mit frischer Zwiebel, Käse. Ein bisschen Brot dazu. Es gibt so einen ganz leckeren Käse hier in Argentinien. Das ist so eine Mischung aus. Ich würde sagen, so eine Mischung aus Philadelphia und Gouda. Also ist wie so ein Frischkäse noch, kann man aber schon schneiden. Bleibt dann auch in Scheiben. Also total lecker, der Käse. So, das gibt's jetzt. Ja, dann werden wir erstmal die Sonne genießen. Übrigens der Käse. Der ist so geil. Ich liebe den. Der ist wirklich richtig lecker. Wir haben den in Buenos Aires entdeckt. Also falls ihr mal hier seid, der heißt auch gesunder Käse. Ja? Was ist hier los? Mali, die Hände noch. Fein. Qui abbiamo incontrato una coppia fantastica, gli argentini del nord dell'Argentina, e mi hanno incuriosito moltissimo perché viaggiano con questa mini roulotte che è meravigliosa,
e ieri ho chiesto se gentilmente me la facevano vedere e adesso ve la faccio vedere anche a voi. È veramente dolcissima, loro sono dolcissimi, viaggiano, stanno visitando tutto il Sud America e sono davvero carini. Questa è la cucina qui dietro, è veramente mini 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 mini, così piccolissima. Questa è la cucina con Mafalda sticker, sembra la cucina delle casette delle bambine, meravigliosa con tutte le spezie. E qui vediamo se c'è la signora Hilda. Puedo venire Hilda? Sì, come no. Aquí, ecco Hilda. Esta es Hilda. Hola, encantada. Hola, encantada. Y esta es la casita guapísima, pequeñita, donde los dos pasan su tiempo viajando. Es maravillosa. Gracias Hilda, un buen viaje. Y él es Horacio, que fija la roulotte al coche. Grande, buen viaje. Gracias igualmente. Ha sido un placer conocer. Acá estamos terminando de acomodar todo. Claro. Wastelands are cruel and mean, ragged old weeds and scrub oak trees. That's a lonely little I know, an educated mind of a 13-year-old. Like your catfish back in, you serve it all. Jetzt ist gar nicht mehr weit. Wir sind jetzt hier mal wieder auf so einer schönen argentinischen Rippelpiste unterwegs. Ja, noch 7 Kilometer. Und da soll es laut iOverlander einen total coolen Platz direkt am Fluss geben. Und der Fluss, Alessandra hat gesagt, ist der letzte Fluss, der direkt vom Gletscher aus den Anden kommt. Also kein Staudamm, kein nichts, ne? Der geht also direkt von den Anden zum Ozean. Genau, also kein Staudamm, keine Wasserwirtschaft, kein gar nichts. Ist natürlich total geil. Und wir haben schon von oben gesehen, der ist total türkisfarben. Der letzte Wildfluss, den wir gesehen haben, war in Albanien, die Vosnia. Und die war auch total türkis und ein richtig schöner, intakter Fluss. Und da sind wir total gespannt drauf, wie das da ist. Und da soll man direkt am Wasser stehen können. Also ich hoffe, dass es klappt. Wir haben genug Bier dabei. Ja, ist so. Gibt was Leckeres zu futtern, gibt ein leckeres Bier. Und das mit dieser Aussicht. Also wir sind hier echt an einem mega Wow. Und am Ende der Welt. Wir kommen immer näher. Wir kommen dem Ende der Welt immer näher. You like the truth, I reckon. You serve it on a platter. My heart was just for bringing. I served it on a platter. Truth is for the taking. Der Weg wird echt immer schlechter. Also wir können zwar noch recht zügig fahren, aber zeitweilig ist es echt richtiger Matsch. Jetzt zum Beispiel, Achtung, festgehalten. Achtung! Nicht so schlimm. Vorher hat es reingespritzt. Das ganze Auto ist komplett voller, es ist sogar rein ins Fenster gekommen. Mal gucken, wie wir aussehen draußen. Ich bin gespannt. Soup is on its kitchen sink, beef and barley and pinto beans. Left the move from a month ago, that's when my baby walked out the door. You like your catfish blackened, you serve it on a platter. You like the truth, I reckon, you serve it on a platter. My heart was just for bringing, I served it on a platter. Truth is for the taking. The truth is for the taking. Serve it up. Ja, ja, ja. Probieren. Jetzt du?
Also, zurück. Mhm. Da kann man nicht weiter. Das ist echt totaler Matsch. Ich bin da gleich 10 cm eingesunken. So, und hier links muss das gehen. Wir sind 400 Meter vom Ziel. Also, wäre jetzt schade, umzukehren. Also, das sieht mir hier härter aus. Auch nicht besonders gut, aber definitiv härter. So. Kein Sperrdifferenzial an. Wir fahren ohne. Im zweiten Gang lassen wir mal rollen. Mhm. Ups, jetzt sieht es gut aus. Bien. Ist durch. No, noch nicht. Jetzt ist es immer noch ein bisschen labberig. Ich habe so viel Matsch unter dem Schuh, kann ich ja nicht mehr auftreten. 350 Meter. Da vorne ist ein kleiner Wald. Und wir hoffen, dass wir ein bisschen Wasser haben. Da gibt es nur hier privat besetzt. Und hoffentlich klappt es. Ich like in you, serve it on platter. Like the truth, I reckon you serve it on platter. My heart was just for breaking, I served it on platter. The truth is for the taking. Ja, das mal fett. Voll der Sturm. Das ist so krass hier vom Wind, aber gerade eben Tornado langgezogen, also Tornado, also eine Windrose halt. Voll krass, echt unglaublich. Und wir sind, also ich drehe mich jetzt mal um einfach. Das ist der Knaller, der letzte Wildfluss Argentiniens, unberührt. Und wir sind hier, ja, kurz vorm Ende der Welt. Das ist der Mega-Knaller, echt. Mann, ist das schön. Ja, hier ging mal eine alte Brücke rüber und ja, jetzt zieht hier dieser Fluss lang. Und der kommt wohl einmal am Tag nach oben, also zweimal am Tag gibt es Ebbe und Flut, weil wir relativ nah an der Mündung sind. Und deswegen müssen wir ein bisschen Abstand halten, aber völlig geil. Es soll 30 cm große Forellen geben oder noch größere, also wirklich Riesenviecher. Er meinte, ich soll mit so einem großen Köder angeln. Gut, ich habe jetzt keinen Bock mehr, es ist zu windig. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Aber das ist total, 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 total cool. So, und wir stehen da oben. Da. Fetter Stellplatz mit Blick auf den letzten Wildfluss Argentiniens. Wunderschön. Ach, wir haben Hundebesuch. Wir haben schon wieder Hundebesuch hier. Ein Perro. Top Stellplatz. Wir sind mal wieder direkt am Wasser.
Aber wie ihr seht, ist das schweinekalt. Ey, ich habe die Winterjacke an, der Wind ist so krass eisig, der kommt vom Meer her. Hier gibt es keinen Golfstrom, wir fühlen uns hier wie, also das ist wie Lofoten, das ist richtig schweinekalt. Ja gut, wir haben noch 300 Kilometer bis zum Ende der Welt. Ja, die nächsten Tage geht es nach Rio Gallegos. Da müssen wir die ganzen Papiere für die Hunde machen. Das ist ja ein bisschen stressig. Nach Chile wird das wirklich ein bisschen blöd mit der Einreise. Aber wir haben schon alles geregelt. Wir haben schon mit dem Veterinäramt gesprochen. Wir haben schon einen Termin beim Tierarzt. Der findet am Montag statt. Und dann sollten wir auch schnellstmöglich nach Chile rüberkommen. Und ich muss euch was zeigen. Das ist so dermaßen krass. Als wir hier angekommen sind, guck mal hier, war hier alles voller Wasser. Ja? Und ist jetzt Stück für Stück abgelaufen und der Tidenhub ist hier so krass, das ist, wie soll ich sagen, das ist alles Matsch, das ist so ein richtiger Lehm, da kann man niemals drin laufen, also wenn es versucht, versinkt man da drin und kommt nie wieder raus. Ja, und auf jeden Fall ja, ist das Wasser hier in kürzester Zeit abgelaufen, also echt total cool. So, jetzt machen wir gar nichts mehr heute, weil das ist einfach eisig, ich habe hier gar keine Lust mehr draußen zu stehen, das ist mir einfach viel zu kalt. Wir gehen jetzt noch was Schönes essen und dann ist Schluss für heute und morgen geht es weiter nach Rio Gallegos. So, und für uns ist heute erstmal gute Nacht angesagt. So, ab ins Bett, ciao. Oh, es ist eisig, ey. Baby, ich komme, mir ist kalt. So, Salat gibt's, ja, lecker. Oh, schön. Ja, vielleicht eine Suppe wäre besser. Suppe wäre besser. Gut, aber ich krieg dazu noch Fleisch. So, guten Appetit. Zurück auf der Route 3 treffen wir viele Guanacos und alte Bekannte. Na, Wastelands are cruel and mean, ragged old weeds and scrub oak trees. I pass along a little I know from the educated mind of a 13-year-old. Like your catfish black and you serve it on a platter. Like the truth I reckon you serve it on a platter. My heart was just for breaking, I served it on a platter. The truth is for the taking. The truth is for the taking. Serve it up. So, meine Lieben, es ist mal wieder soweit. Unsere Analogkarte. Damit ihr auch wisst, wo wir sind, was als nächstes ansteht und was wir hier an Kilometern zurückgelegt haben. Und dann sind wir weitergefahren Richtung Caleta Oliva. Und hier war diese riesige Kolonie an Seelöwen, die wir gefilmt haben. Also wirklich unglaublich beeindruckend. Und dann sind wir weitergefahren bis Fitzroy. Das ist das, was ihr im letzten Video gesehen habt. So. Und jetzt ging es natürlich weiter, immer schön die Route 3 nach unten. Wir hatten erst überlegt, ob wir hier noch nach Puerto Deseado fahren. Das haben wir uns gespart, weil das ist hin und zurück 126 Kilometer, ja, Ripple Road. Wollten wir nicht fahren und sind dann hier lang. So, schön hier runter. Bis Puerto San Julián. Hier war das Schiffswrack. Beziehungsweise hier hat Magellan seinen Zwischenstopp gemacht. Ja, und dann ging es weiter zum Rio Santa Cruz. Das war richtig schön. Hat richtig Spaß gemacht. Da waren wir hier am Rio. Und sind dann immer weiter Richtung Süden. Richtung Süden, Richtung Süden, Richtung Süden. Bis Rio Gallegos. Und da sind wir jetzt gerade. Ja, heute mal Vanlife pur. Also nicht jeder Stellplatz ist schön. Hier ist so richtig scheiße. Also ganz, ganz offen und ehrlich, richtiger Kackstellplatz. Sieht ja erstmal so ganz nett aus mit dem Meer hinten, aber naja, ich drehe mich mal um. Also wir stehen in Rio Gallegos. Und Rio Gallegos ist so der letzte Ort, bevor es nach Chile geht. Und hier treffen sich halt irgendwie alle Overlander, bevor es dann weitergeht. Und naja, wir müssen halt hier sein, weil wir für die Hunde die Papiere brauchen. Das heißt, wir haben morgen einen Termin beim Tierarzt und übermorgen einen Termin beim Veterinäramt. Und da kriegen wir unsere Papiere, damit wir mit den Hunden über die Grenze kommen.
nicht, sonst werden wir hier nie sein. Und im Internet haben wir geguckt, es waren schon einige Campingplätze hier, aber das ist in Argentinien so ein bisschen schräg. Es gibt Campingplätze, aber die sind alle, wie sagt man, von den Syndikaten, von den Gewerkschaften. Das heißt, es gibt einen Polizeicampingplatz, einen Feuerwehrcampingplatz, einen Reinigungskräfte-Campingplatz, aber es gibt keinen für Touristen, zumindest mal nicht mit Bussen, also nur Zeltplatz. Und dann haben wir gesagt, bleiben wir hier am Wasser stehen, das ist direkt beim Tierarzt, die haben hier eine Tankstelle, da kann man seinen Kram erledigen. Und ja, dann geht es so. Und das ist das, was wir heute machen. Es gibt also gar nichts groß Interessantes zu berichten, aber ich wollte euch mal zeigen, dass nicht jeder Stellplatz schön ist. Ne? Und wir kochen sogar draußen schon wieder für die Hunde. Es gibt ihr tägliches Menü. Ein Festival del Aniversario de Rio Gallego. Que están ahí todos los stand y cosas a la calle. Entonces, cumple 138 años, me parece, esta ciudad. Wow! So, puede ser que hay todo este entusiasmo en estos días. So, morgen. Guten Morgen. So, Auto ist an, wir sind bereit. Auf geht's zum Tierarzt. Ja, das ist gleich um die Ecke. Wir fahren aber trotzdem mit dem Auto. Wir wollen den hier nicht stehen lassen. Und ja, dann hoffen wir, dass es klappt. Unsere Nachbarn haben gesagt, es war total billig. 3 Euro. 3 Euro. Ja, mal gucken, ob das wirklich so günstig ist. Auch für uns Europäer. Der ist nämlich Brasilianer und wir Europäer haben ja meistens doch ein paar andere Preise. So, auf geht's. Komm. Nada abajo del coche, ne? Ja, cool. Da ist nur einer vor uns dran. Ein 14 Jahre alter, was ist das, ein Stafford, oder? Also ein Pitbull halt. Also. Und der ist total emotional, ja. Der kriegt sich überhaupt nicht ein. Hat Mali Wilma gesehen und springt da durch die Gegend. Aber der ist 14 und der hört sich an wie ein Welpe, der da voller Freude rumhüpft. Nee, das soll wohl schnell gehen. Ja, jetzt haben wir eben, wie gesagt, nur einen vor uns. Dann holen wir unser Zertifikat. Da müssen wir noch ein paar Sachen erledigen. Morgen, nee, übermorgen geht es dann zum Veterinäramt und wenn wir da alles haben, dann geht es auch gleich übermorgen über die Grenze Richtung Chile, Richtung Feuerland. So, das hat geklappt. Auf dem Weg zum Auto, wir haben jetzt den Schein. Jetzt brauchen wir nur noch fürs Veterinäramt oder vom Veterinäramt den Schein, aber den sollen wir heute schon kriegen. Das wäre natürlich richtig cool, dann brauchen wir gar nicht hier in der Stadt warten und können uns was Gemütliches suchen. Ja, und das probieren wir jetzt. Und dann kommt auch noch für uns ein Paket an, weil wir haben uns ein neues Mikrofon bestellt. Und das soll eigentlich heute ankommen. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das alles klappt. €2.100 ist die Gasflasche. Das sind 2,10 Euro, also total günstig. So, jetzt hole ich noch die Flasche und dann haben wir neues Gas wieder für mindestens einen Monat. Ja, einen Monat hat es gereicht, ne? Frauenmesser. Passt, also 2 Monate mit der kleinen Flasche, perfekt. 2,10 Euro. Wir haben ja heute noch eine ganz andere Aufgabe. Es ist ja manchmal nicht so einfach. Ihr wisst ja, auf unserem Kanal gibt es nicht nur hier Heidi, Heidi, Hamti, Hamti, Van Life, sondern wir zeigen es ungeschönt. Dusche. Wir haben natürlich bei uns im Bus drinnen keine Dusche und eine Außendusche bei 8 Grad. Ja, das ist so ein bisschen kritisch. Also so richtig Bock haben wir da nicht drauf. Und wir haben jetzt in Rio Gallegos wirklich jede Tankstelle abgeklappert, jeden Campingplatz abgeklappert. Und es gibt keinen Campingplatz, auf den wir mit dem Auto rauf dürfen. Die haben uns auch nicht duschen lassen. Und es gab noch eine einzige Adresse. Eine ganz liebe, nette Frau, die hier so einen Rucksacktourismus anbietet. Und die war gerade vor der Tür. Und wir können duschen gehen. Ihr seht ja, ich habe das echt nötig. Zum Glück gibt es kein Geruchsfernsehen und wir sind absolut froh, dass wir jetzt duschen können. Dann können wir nämlich morgen schön über die Grenze nach Chile fahren und gut ist. Na, bist du glücklich, dass es eine Dusche gibt? Total. Der Platz ist auf jeden Fall tausendfach besser. Wir sind immer noch in Rio Gallegos. Müssen wir noch 2 Tage warten, bevor es dann Richtung Chile geht. Und jetzt stehen wir hier direkt am Rio Gallego, also an dem Fluss, der Stadt auch den Namen gegeben hat.
Und ja, wir haben unsere Ruhe. Also wir fahren zwar trotzdem ein paar Autos vorbei, habe ich jetzt wenigstens nicht so, genau jetzt fahren natürlich welche vorbei, habe ich jetzt wenigstens nicht so ja, mitten in der Stadt wie dort, also gestern Abend. Die Argentinier oder die Latinos, die haben ja eh so ein bisschen, finde ich jetzt nicht schlecht, also so eine Automacke kann man sagen. Also die mögen noch richtig fetten Auspuff und Fetthubraum und gib ihm. Aber das führt eben dazu, dass die gestern, war ja nur Sonntag, und dass die alle durchgehend gestern durch die Stadt geguckt sind und dann durchgehend Fehlzündungen erzeugen, weil sie das geil finden, wenn es dann knallt. Und es war wirklich ein, also es hat sich angehört wie auf der Rennstrecke. Und hier haben wir halt ein bisschen Ruhe und es ist auch für die Hunde schön, da können die rumlaufen, ist nicht alles voller Scherben. Dann können sie ein paar Möwen jagen und macht sich gut. Ja, jetzt mache ich mir erstmal einen Mate und dann wollen wir mal schauen, was wir heute noch machen können. Vielleicht können wir am Auto noch was reparieren, dass der, dass wir den Ölstab kürzen. Das ist ja die nächste Challenge. Dominik, meinst du mir, der Öl, die Ölstabführung, also von dem Öl, von dem Ölfühler, der die, den Ölstand misst. Und das Ding geht zu weit ins Öl rein. Und deswegen, wenn dann Druck entsteht, kommt es halt gleich aus dem Fühlstab raus. Und das sägen wir unten ab, sodass nur noch der Fühler selber ins Öl reingeht, aber ohne Rohr. Und damit sollten wir dann eigentlich auch wenig, zumindest mal am Ölstab, keinen Ölverlust mehr haben. Und das werden wir vielleicht heute angehen. Mal gucken, vielleicht mache ich es auch morgen. Ja, Wilma isst leider nicht mehr und muss per Hand gefüttert werden. Die hat echt keinen Appetit mehr und wir kochen schon für die. Also es gibt hier Nudeln mit Hackfleisch und Mohrrüben. Das ist also sehr, sehr lecker. Und die Nudeln geben wir auch nur, weil die unbedingt Kohlenhydrate braucht, der Hund. Normal würden wir das gar nicht geben, aber sie isst halt nichts mehr. Also wir müssen da schon so viel Leberwurst jetzt mittlerweile reinmachen ins Essen, dass die überhaupt Appetit kriegt. Und dann müssen wir sie per Hand füttern. Ja. Na, das ist ab. Ab, Süße. Ja, guck mal. Guck mal, wie immer. Na, hopp, Wilma. Ja. Na, hopp. Take care. Serve it up. Serve it up. Hat alles geklappt? Todo bien. Me ha dado los dos papeles, dos certificados. Tenemos 60 días para cruzar Chile, Argentina, como queremos. Okay. Y solo necesito hacer alguna fotocopia para, porque me dijo que al borde tenemos que dejarlo. Entonces hace fotocopia y el original se queda conmigo. Hacemos fotocopia en el Carrefour. Creo que estaba, ¿no? No lo sé. Aquí está un fotocopista. Okay. Vamos directamente. Vamos. Yeah. Serve it up.